Okay, jetzt ist er da. So, sehr geehrte Damen und Herren, es freut mich sehr. Sie müssen sich vorstellen, man lädt nach einiger Zeit zu einem Sommerfest mit einer kleinen Input-Veranstaltung für geistige Nahrung als verantwortlicher Geschäftsführer des Technologiezentrums ein. Und bevor die Veranstaltung losgeht, taucht man schon ein draußen vor der Tür, stellt fest, wie die Leute miteinander kommunizieren. Einige habe ich gehört, aha, sie habe ich noch nicht gekannt, freut mich sehr, ich bin derjenige, ich bin diejenige. Menschen haben sich schon gekannt, haben sich gefreut, sich wiederzusehen. Also eigentlich, das Ziel ist schon so viel wie erreicht. Die Veranstaltung scheint gewünscht zu sein. Es ist einfach wichtig, in der heutigen Zeit Grundlagen zu bieten, um kommunizieren zu können, um sich austauschen zu können. Und zu diesem Zweck haben wir eben diese Connect TechnoZ-Veranstaltungen ins Leben gerufen und eben diesen Aufruf getätigt und Sie eingeladen. Danke dafür, dass Sie gekommen sind. Sie verstärken uns, Sie verstärken diese Idee. Ich möchte aber keine lange Ansprache jetzt mehr halten. Es geht eigentlich darum, dass wir knackig und bündig zu unserem Hauptvortrag kommen. Es freut mich ganz besonders, Professor Dr. Wilhelm Bauer, Institutsleiter des Fraunhofer-Institutes für Arbeitswirtschaft und Organisation, bei uns begrüßen zu dürfen. Professor Bauer und ich, wir sind schon seit längerer Zeit in Kontakt. Das Institut in Stuttgart beschäftigt sich wissenschaftlich mit Themen, die für uns in der Umsetzung auch Relevanz haben. Und deshalb freue ich mich schon, was er uns heute berichten wird zu dem Thema Smarter World, reale Lebenswelt im Vergleich zu Social Communities, zu digitaler, virtueller Lebenswelt, was da die Fakten sind und wo es eigentlich hingehen wird. Und für uns auch wichtig, einfach die Rolle, die wir dabei auch in Zukunft haben werden als Standortpartner für aufstrebende Betriebe. Herr Professor Bauer, bitte darf ich Sie auf die Bühne. Ja. Ja, schönen guten Abend, meine Damen und Herren, auch an den vierbeinigen Teilnehmer. Schön, dass Sie da sind. Hier drin ist kühl, lässt sich's gut aushalten. Ich will in einer guten halben Stunde Ihnen etwas zu diesem Thema erzählen und gerne einfach ein bisschen Input geben für den Dialog, der heute Abend dann stattfinden wird. Herr Pfeifenberger hatte schon gesagt, so in etwa, wo ich herkomme, will da noch zwei, drei Sätze dazu sagen. Dieses Fraunhofer-Institut für Arbeitswirtschaft und Organisation in Stuttgart, das verbunden ist mit der Universität, üblich bei diesen Fraunhofer angewandten Forschungsinstituten, dass wir mit lokalen Universitäten zusammen kooperieren, ist eines von inzwischen, Sie sehen es hier, 66 Fraunhofer-Instituten, ist ein riesig großer Laden mit 23.000 Beschäftigten aktuell. Und diese Fraunhofer Gesellschaft, wie sie heißt, mit Hauptsitz Zentralis in München, hat sehr viele thematische Ausrichtungen. Sie sehen da unten so ein paar Stichworte in der Produktionstechnik, mit Mikroelektronik, in der Informationstechnik. Eines dieser Institute leite ich in Stuttgart mit etwa an den beiden Instituten zusammen 500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Ist also, ich sage mal, schon ein größeres Forschungsinstitut. Und was wir machen, wir beschäftigen uns mit der Welt der Arbeit, mit der Welt auch des Lebens von Menschen. Arbeit ist Leben, aber Leben ist nicht nur Arbeit, sondern auch Privates. Und die Dinge verbinden sich natürlich auch immer mehr und vermischen sich immer mehr. Und deswegen sagen wir heute eigentlich, der Mensch in seiner Auseinandersetzung mit seiner Lebenswelt und seiner Arbeitswelt. Das ist das, mit dem wir uns beschäftigen, und zwar sowohl theoretisch in Forschungsprojekten, die von irgendwoher finanziert werden, aus der EU-Kommission, von Bundesministerien, von Stiftungen und Ähnlichem, aber eben auch sehr intensiv zusammen mit Unternehmen. Dafür steht
dass der Begriff angewandte Forschung, dass wir eben Dinge auch versuchen umzusetzen mit Partnern aus Organisationen, aus Verwaltungen, aus der Wirtschaft. Und das ist das Typische für Fraunhofer. Mehr möchte ich dazu eigentlich nicht sagen. Ich möchte zum Thema kommen. Bin ja eingeladen, weil wir schon länger, wie Herr Pfeifenberger ja sagte, einen Dialog führen über die Frage, wie sieht denn unsere Lebenswelt und Arbeitswelt in der Zukunft aus? Was hat das auch mit dem Techno-Z zu tun? Das ist ja auch eine Arbeits- und Lebenswelt. Und heute Abend ist auch beides da. Ein bisschen jetzt arbeiten, nicht Sie, aber ich mindestens. Und dann aber auch feiern, diskutieren, miteinander sich austauschen. Wenn wir gucken, was so in unserer Welt passiert, dann habe ich so ein paar Trends, über die ich ganz kurz sprechen möchte. Das erste ist das Thema Demografie, werden Sie sagen. Ja, das kennen wir ja eigentlich alle, wir alle werden älter. Genau, das ist ein Teil der Demografie, das ist der schöne Teil. Wir werden alle gesünder älter, wir werden alle auch beschäftigungsfähiger älter, wir werden alle länger arbeiten können. Viele wollen jetzt schon, zukünftig wahrscheinlich noch mehr. Und vielleicht auch viele müssen, weil die Sozialsysteme das vielleicht so ein bisschen bringen. Und ich sage immer gerne in so einer Runde auch, wer hat denn von Ihnen Lust auf 40 Jahre Rente? Ich meine, was für eine Vorstellung, ne? Also zu diesem Wollen gehört ganz viel dazu. Da gehört natürlich auch dazu, dass wir eben gesünder älter werden, dass wir ganz andere Bedingungen in der Arbeit haben. Vor 50 Jahren hätte man sofort jeden die Hand heben sehen, den man gefragt hat, willst du länger arbeiten? Weil Menschen hatten richtig schwere Arbeit, waren unter schlechten Arbeitsbedingungen richtig körperlich beansprucht. Es gibt es heute auch noch, aber immer weniger. Immer mehr Menschen arbeiten in der Wissensgesellschaft, in der Wissensarbeit, in Büros, in Verwaltungen. Und da ist es anders, sicher auch stressig, sicher auch anspruchsvoll, keine Frage, aber natürlich auch möglich, flexibler zu sein. Ja, früher in der Fabrik, da war es klar, entweder 8 Stunden arbeiten, solange lief die Schicht, oder eben nicht arbeiten. Heute können wir uns natürlich vorstellen, auch vielleicht 50% zu arbeiten, ab 60 oder ab 65 und flexible Modelle haben. Und das diskutieren wir ja jetzt auch in der Politik, in Deutschland mindestens, ich bin ganz sicher auch hier, weil wir einfach merken, wir müssen da eigentlich ein ganz neues Bild schaffen, eines flexiblen Übergangs in diese andere Phase. Also, da passiert was. Das andere, was passiert, ist gar nichts Neues. Wir haben junge Menschen, die anders sind wie wir Älteren. Wer hier im Raum ist unter 30? Unter 25? Okay, also so ein paar, die wir da dazu zählen zu dieser Generation Y. Danach kommt Z, das sind die, die jetzt 15 Jahre alt sind und die ticken ein bisschen anders wie die 60-Jährigen und die 40-Jährigen. Das ist gut so, weil das ist normal, das war auch schon immer so. Die haben andere Vorstellungen als die Menschen, die eben seit 20 oder 30 Jahren in der Arbeit sind, von ihrem Leben. Das sind dann solche Begriffe, ne? Die hört man dann ganz oft cool und was weiß ich, crazy und digital natürlich vernetzt, innovativ, hip und so weiter. Da hört man dann aber auch so Dinge wie vielleicht manche Ältere sagen faul und die wollen eigentlich gar nicht so, wie wir das so kennen, arbeiten. Sage ich immer ganz gerne, wer hat denn die erzogen? Sie, die sich selber oder waren das nicht wir? Wir haben sie in einem relativen Wohlstand erzogen. Die sind doch Dinge gewöhnt, die vielleicht vor 50 Jahren nicht selbstverständlich war. Und das ist gut so. Und ja, da kommen Menschen, die Vorstellungen haben, die zwei wesentliche Begriffe eigentlich immer so ein bisschen drin haben. Das eine ist, die sind saumäßig ungeduldig. Die haben keine Lust auf Planung und warten, bis dann ein halbes Jahr später irgendwo eine Entscheidung gefallen ist, sondern die wollen machen. Ne? Die holen ihr Smartphone raus, drücken auf den Knopf und sagen, jetzt bitte now will ich die Software haben, will ich was tun. Sind super ungeduldig, haben nur Lust auf Warten, machen jetzt, tun und denken auch so und tun das natürlich dann auch in der Arbeit. Und der zweite Begriff, der mir da ganz wichtig erscheint, die haben auch keine Lust auf allzu langweilige Dinge.
Und Arbeit muss da irgendwie ein bisschen mehr sein als nur was für den Kopf. Also nicht nur sachlich, fachlich, nicht nur das, was eben sein muss, damit der Prozess läuft, sondern die wollen auch irgendwie so ein bisschen Wow haben, ein bisschen Excitement, ein bisschen spielerisch. Wir sprechen heute von Gamification von Arbeitsprozessen. Also diese Spielewelt ein bisschen reinbringen, die Arbeit, das ist eine große Vorstellung. Und das verändert natürlich unseren Umgang miteinander in den Unternehmen. Und lassen Sie die mal Entscheider sein. Dann wird das natürlich auch noch ganz andere Dynamik bekommen. Da verändern sich Dinge. Diese Menschen sind natürlich super technologieaffin. Was jetzt dazu kommt, ist, dass wir in unseren Gesellschaften feststellen, die Menschen werden immer individueller. Das hat was mit dem gerade Gesagten auch zu tun. Also Individualisierung ist eine große Ausprägung. Dieses Uniforme, alle gleich, mögt man nicht mehr so. Die Leute haben große Vorstellungen, selber Dinge zu machen. Jeder konfiguriert sein iPhone selber. Ja, am Anfang, als ich noch das Nokia, ich weiß gar nicht, wie sie es hatte, da gab es genau eine Softwareversion. Und sie konnten außer Telefonnummern gar nichts darauf verändern. Unglaublich. Kann man uns schon fast gar nicht mehr vorstellen. Heute hat jeder ein Smartphone und es sieht völlig anders aus wie jedem, der neben dran sitzt, weil man eigene Dinge konfiguriert hat, weil man sein eigenes, ganz individuelles, ausgeprägtes System eigentlich hat. Und es gilt für viele andere Bereiche auch, für die Frage, wie wir wohnen, immer mehr, für die Frage, wie wir arbeiten, immer mehr, für die Frage, wann wir arbeiten, immer mehr, für die Frage, wo wir arbeiten, immer mehr. Das heißt also, dieses Unterschiedlichsein, das ist ein große Entwicklung, die dann in so Begriffen wie Do-it-yourself-Ökonomie, wie ich will es jetzt downloaden, Now-Prinzipien, hatte ich schon gesagt, eine Ausprägung, eine Differenzierung mit sich bringt, die ganz spannend interessant ist. Wenn wir gucken, wie die Lebensstile sind, ich komme aus Stuttgart, da hat man früher gesagt, halt dein Gosch, ich schaffe beim Bosch. Und es hieß halt, Lehre beim Bosch, 40 Jahre gearbeitet beim Bosch und am Schluss im Rentnerclub Alumni oder wie auch immer vom Bosch. Ja, war alles klar geordnet. Wir wussten ganz genau, wie so das Leben abläuft. Und wenn man jetzt guckt, wie das vielleicht heute ist, ich kann das jetzt nicht alles vorlesen, will ich auch gar nicht, soll Ihnen eigentlich nur zeigen, so ist es bei vielen nicht mehr. Es wird immer differenzierter. Da passieren einfach Dinge im Privaten. Scheidungsquote ist so hoch wie noch nie gewesen. Man ist nicht mehr so geduldig, sondern sagt, dann mache ich was anderes. Und im Job ist es auch so. Die mittlere Verweildauer in den Unternehmen hat in Deutschland in den letzten 20 Jahren um 7 Jahre abgenommen. Die mittlere Verweildauer eines Mitarbeiters in einem Unternehmen. Heißt, da passieren Dinge, man ist dynamischer, man ist flexibler, man verändert Dinge schneller. Und das hat natürlich etwas damit zu tun, dass wir technisch und technologisch, kommt gleich dazu, heute die Möglichkeiten haben, einfach Dinge ganz schnell zu verändern. Man muss nicht mehr so diese Systeme haben, sondern vieles wird digital. Ein Trend, der jetzt auch sehr intensiv diskutiert ist, ist, junge Menschen sind super bereit, Dinge mit anderen zu teilen. Also für mich war das klar. Mein Auto, mein Haus und so weiter. Ich habe einen 22-jährigen Sohn, der hat eine Carsharing-Karte. Wir haben in Stuttgart, toll, Carsharing, Car2Go von Daimler, mit Elektrofahrzeugen sogar, ganz privilegiert. Fahrt mit Carsharing, weitgehend, den Rest mit dem ÖPNV. Das machen viele inzwischen. Das lernt man natürlich im Internet. Da wird ja alles geshared. Man postet Fotos. Früher, ich hatte meine Foto in meinem Fotoalbum. Da musste jemand schon ganz, ganz oft bei mir gewesen sein, dass ich das rausgeholt habe und dem es gezeigt hat. Jedenfalls die privateren der Fotoalben. Heute sind die Bilder überall gepostet, online, in Facebook, wo auch immer. Das heißt, wir sind offener, wir teilen uns mit, wir sprechen mit anderen, wir tauschen Daten aus, wir sind viel offener. Das wird massiv zunehmen.
Und da gibt es heute Wirtschaft. Die Cebit im letzten Jahr hatte den Titel Share Economy. Ja, in der IT-Welt ist das völlig normal. Wir kaufen nicht mehr Softwarepakete, sondern wir bezahlen die Nutzung von Softwarepaketen aus der Cloud beispielsweise. Ist so eine Entwicklung, vieles verändert sich. Insgesamt kann man sagen, die Wirtschaft, das Leben wird immer digitaler. Das ist das, was diese Möglichkeitsräume schafft. Und dazu kommt, dass das soziale Verhalten sich verändert. Was da Henne und was Ei ist, darüber kann man lang streiten, tun die Wissenschaftler auch. Ist die Technik dafür verantwortlich, dass Menschen jetzt so leben, so flexibel, so mobil, so differenziert, so individualisiert? Oder ist es nicht einfach der Wohlstand, den wir aufgebaut haben, der dazu führt, dass wir einfach Dinge haben wollen und entscheiden wollen und sagen, warum ich kann das doch tun, muss niemand anderes für mich machen. Also wahrscheinlich kommen die beiden Dinge zusammen. Die Welt wird super digital und wir sind da natürlich erst am Anfang. Vor kurzem hat McKinsey diese Studie hier veröffentlicht zur Frage, in welchen Themen wird in den nächsten Jahren das Mega-Big-Business auf der Welt stattfinden. Und das können Sie ja lesen, ich brauche es glaube nicht vorlesen. Mobiles Internet, Automatisierung der Wissensarbeit. Sprechen jetzt schon von Wissensarbeit, Sie würden vielleicht noch Büroarbeit sagen. Also Automatisierung der Büroarbeit. Muss ich nur mal überlegen, was das heißt. Das Internet der Dinge, Cloud-Technologien, weiterentwickelte Roboter, autonome Fahrzeuge. Nächste ganz große Deal, dass Fahrzeuge selbstständig fahren. War vor 2 Tagen mit Herrn Kohler, Forschungschef von Daimler, zusammen. Der sagt, in 10 Jahren haben wir die autonom fahrenden Fahrzeuge. Und zwar nicht nur auf den Autobahnen, das könnte jetzt schon, das kann die neue S-Klasse, sondern auch in den Städten. Und wir werden so ins Auto reinsitzen können. Oder wahrscheinlich dann doch so und nebenher E-Mails machen oder solche andere Dinge. Das heißt, das Digitale wird unser Leben in den nächsten Jahrzehnten noch massiv verändern, wie wir es uns heute echt gar nicht vorstellen können. Und das heißt, wir werden ein digitales Leben haben. Ich komme gleich drauf dazu. Jetzt wird normalerweise gefragt, oh Herr Bauer, wird es nicht furchtbar? Also, wenn ihr noch digitaler alles wird, wo bleibt denn da der Mensch? Ich sage nachher was dazu. Das ist eine ganz wichtige Frage. Es ist aber nicht die Frage, ob das eine oder andere stattfindet, sondern ich glaube und wir glauben aus der Arbeitsforschung, dass beides stattfindet. Das Digitale wird immer wichtiger, aber das Physische, das Hiersein, das im Techno-Z-Zusammensein, das echte physische Communities haben, das Menschen begegnen, das wird auch wichtiger werden. Das heißt, dieser Austausch, die Kommunikation wird auf beiden Ebenen stattfinden. Im Digitalen, das nimmt massiv zu, ganz klar, und auch im Realen. Ich kann Ihnen mal empfehlen, wenn Sie auf YouTube gehen, da gibt es super Video, hat das ZDF 1972 ausgestrahlt, die Wissenschaftsredaktion des Zweiten Deutschen Fernsehens, einen Film gedreht. Wie wird das Leben im Jahr 2010 sein? Da spielt ein Mann eine Rolle. Die Hauptrolle, der steht gar nicht auf, der bleibt den ganzen Tag im Bett. Er macht alles vom Bett aus, nimmt so astronautenähnliche Nahrung zu sich, ist super online, die Geräte sind zwar noch komisch, Touch war noch nicht erfunden, wir haben noch solche Tasten gehabt, aber er hat alles aus dem Bett gemacht. Fernseher überall gehabt, Bildschirme, auch noch schrecklich, haben wir schönere heute. Hat alles nicht stattgefunden. Ne? Man hatte sich gedacht, dieses Digitale wird so extrem, dass Menschen gar nicht mehr aus den Federn brauchen. Die können alles im Liegen schlafen oder was auch immer machen. Natürlich nicht passiert. Warum ist das nicht passiert? Weil wer will denn das? Den ganzen Tag im Bett bleiben. Das ist ähnlich wie 40 Jahre Rentner sein. Wer will denn das? Wir sind Menschen aus Fleisch und Blut. Wir wollen unser Leben leben. Und deswegen wird das wichtiger. Das Digitale wird zunehmen. Das andere wird auch zunehmen. Community heißt einerseits digital, aber heißt andererseits das richtige Leben, Essen, gekühlte Räume, alles das, was Qualität ist, was uns Menschen, dem physischen und psychischen Menschen eigentlich dient, da wird noch mehr Bedeutung reinkommen, da werden wir auch noch mehr investieren, da werden wir noch mehr Geld ausgeben, eben weil das Digitale die andere Seite dieser Balance ist. Beides wird
sich verändern. Ich hatte gerade den Begriff gesagt, das Internet der Dinge. Es wird passieren. Heute sind etwa, wir sehen hier die Zahl, da links oben, sind etwa 4,3 Milliarden IP-Adressen benutzt. Und bis vor kurzem hatten wir auf der Welt den IPv4-Standard, das ist das Internetprotokoll Version 4. Und es hatte eben 4,3 Milliarden Internetadressen, die sind jetzt alle vergeben. Man könne keine neue mehr bekommen. Deswegen hat man jetzt den neuen Standard eingeführt und Sie sehen da drüben die Zahl. Bislang gab es 8,4 Internetadressen pro Quadratkilometer Erdoberfläche. Jetzt kommen wir hier rüber. Da steht, es gibt zukünftig 667 Billiarden IP-Adressen, nicht pro Quadratkilometer Erdoberfläche, sondern pro Quadratmillimeter Erdoberfläche. Einfach, um Ihnen mal die Zahl ein bisschen plakativ zu machen. Fraunhofer hat es schon eingeführt und viele Unternehmen sind gerade dabei, umzusteigen von da nach da. Und was heißt das? Das heißt, die Technologie ist so weit jetzt, dass wir alles mit dem Internet vernetzen können. Und das tun wir zukünftig. Na, bisher haben wir die Menschen mit dem Internet vernetzt. Jeder hat ein, zwei, drei Internetadressen inzwischen. Der nächste Schritt ist, dass wir die Dinge mit dem Internet vernetzen. Die Autos, fängt an, haben viele schon Premium Cars. Maschinen in der Fabrik, Logistikcontainer, die auf Seeschiffen unterwegs sind, LKW selbstverständlich, Teile von Maschinen, nicht mehr eine Maschine hat eine Internetadresse, sondern der Antrieb hat eine Internetadresse, weil da kann der Antriebshersteller drauf gucken vom Flugzeug, das Triebwerk hat eine Internetadresse, weil da kann der Triebwerksbauer nachgucken, ob alles gut läuft und so weiter und so weiter. Das heißt, die ganze auch physische Welt wird zukünftig natürlich vernetzt. Die Häuser, Smart Building. Jede Leuchte wird eine Internetadresse haben, jeder Lüftungskanal und der misst dann genau hier, wie kühl es hier ist und wird genau steuern, was hier rauskommt. Ist heute schon Stand der Technik. Jede Leuchte, jede Lampe da oben drin wird eine Internetadresse haben und die können sich untereinander unterhalten. Und wenn Sie unten durchgehen und Sie haben auf Ihrem Smartphone Ihr persönliches Profil, wo drin steht, ich will es hell, wird die Leuchte darauf reagieren und es heller machen. Null Thema. Wird kommen. Smart Building, Smart City, die ganze Städte, alles, Mobilität, Energiesysteme und so weiter. Und es wird toll, weil diese Technik wird uns kennen. Die wird sagen, hallo Herr Bauer, schön, dass Sie da sind. Und es wird Dinge tun, die ich gut finde, die ich schon mal so gemacht habe, die ich like, wo ich gesagt habe, so will ich es oder nicht, so will ich es nicht, dislike. So, das Verbinden des Digitalen mit unserem physischen Leben, das wird normal werden. Das wird uns zukünftig umgeben. Das wird viele Veränderungen natürlich herbeiführen. Ich will da gar nicht jetzt in jedes Detail gehen. Es ist heute schon so und ich meine, es ist immer so, wenn ich dann in bestimmten Runden bin, dann sagen viele, ach Herr Bauer, aber das ist jetzt schon ein bisschen überzeichnet, was Sie da machen. Und dann sage ich, jetzt gucken Sie sich selber an, wie leben Sie denn schon? Ja? Wer hat denn nachts das Handy wirklich ausgeschaltet? Und wer hat es neben Bett liegen? Ja? Und wer guckt sogar drauf, wenn es piepst in der Nacht? Mein Sohn auf jeden Fall. Mehrfach. Ja? Ich habe es im Büro liegen. Piepst dort, wenn ich es höre, gehe ich runter. Ja? So läuft es doch. Ja? Also wir sind da schon mittendrin. Ja? Das ist kein Hirngespinst, sondern die Welt wird so werden. Wir werden smarter werden. Im Gesundheitssystem wird der nächste ganz große Hype kommen, das was jetzt da passiert. Wir werden alle Armbändchen tragen, das nachguckt, wie es uns gerade geht, das uns darauf hinweist, könntest mal wieder ein bisschen Sport machen, schon lange keine Schritte mehr getan und ähnliche Dinge. Und die großen Konzerne, Sportkonzerne zusammen mit Google und Ähnlichem sind da voll drauf, geht natürlich massiv voran. Das heißt, dieses ja, Digitale wird uns ganz neue Möglichkeiten schaffen. Das ist cool, das ist interessant, das ist spannend. Das Gute ist, man muss das nicht alles machen, sondern das wird so ganz subtil uns angetragen und wir werden es lieben und wir werden es tun. Und die Jungen werden es früh lieben und sie werden es dann erst recht tun. Und die Älteren,
Manche ja, manche nein, das werden wir sehen. Nicht alles muss man da mitmachen, aber vieles muss man mitmachen. Heißt nichts anderes, allzeit vernetzt. Wir werden digital rauf und runter in den sozialen Netzwerken miteinander diskutieren, Daten austauschen, chatten, WhatsAppen oder wie auch immer die Software dann zukünftig heißt. Wir werden immer online sein. Wir werden Systeme haben, die uns gut kennen, die wissen, wie wir uns verhalten, die uns auch Lästiges vom Leib halten. Schön. Wo wir sagen, sowas will ich nie. Und dann weiß der digitale Agent, das will der nicht sehen und der lässt es dann auch weg. Das wird kommen, also sehr adaptive Softwareanwendungen, die sehr menschorientiert letztendlich laufen. Aber die sozialen Medien, das heißt die Kommunikationssysteme, die Austauschsysteme, das, was digital möglich ist, das wird zur Normalität werden. Also wenn wir heute noch sagen, das ist noch eine Jugendkultur, das wird die Lebenskultur sein. Das ist völlig fraglos, gar keine Frage. Wir werden mit sozialen Medien leben. Viele tun es heute. Wenn ich meinem Sohn das Handy wegnehme, ist dem sein Leben nichts wert. Der sagt, Papa, wie soll denn das gehen? Es geht doch gar nicht. Das geht nicht, ja? Weil ohne seine Blogs, ohne seinen Facebook-Account, ohne WhatsApp und ähnliches. Mein Sohn hat sich jetzt eine Handy-Flatrate genommen, die nur noch Datenflat hat und wo das Telefonieren höllisch teuer ist. Ich sage, wie geht das? Dann sagt er, du, außer du ruft mich doch keiner mehr an. Wirklich, ja? Das heißt, die Kommunikation verändert sich einfach kolossal. Ganz andere Kanäle kommen ins Vordergrund. Und jetzt können wir ja klar sagen, mit seinen Kollegen ähnlichen Alters macht er das natürlich genauso. Der schreibt ja nicht in der Firma E-Mails. Was für ein Anachronismus. Sondern der kommuniziert mit seinen Kollegen per WhatsApp. Nicht nur, auch physisch, komme ich gleich noch dazu. Also heißt, dieses Nutzen von Medien in der Arbeit wird völlig normal werden. Und ich kann eigentlich nur sagen, und ich weiß ja, was Sie nachher noch sagen werden, Frau Eppenberger, das muss einfach da sein. Das ist die Basis zukünftigen nicht nur privaten Lebens, sondern auch zukünftigen Arbeitens. Ich kann das nur unterstützen, Menschen miteinander in Verbindung zu bringen, auszutauschen. Das hilft, Dinge nach vorne zu bringen. Hier nochmal so ein paar Zahlen. Ich will da ein bisschen drüber gehen. Neue Medien. Es geht um gemeinsam Dinge tun. Natürlich nicht nur quatschen und kommunizieren, sondern gemeinsam Dinge tun, Geschäft machen. Gemeinsam Ideen entwickeln, beispielsweise Co-Creation. Gemeinsam Ideen für neue Produkte, für neue Services, für neue Dienstleistungen entwickeln. Das, was Geschäft von Unternehmen ist. Es geht um Vernetzung, es geht um Ubiquität, es geht um Echtzeit. Ich hatte das eigentlich schon gesagt. Und wenn man guckt, was so gemacht wird, dann stellt man fest, ich habe es gerade gesagt, dass Dinge natürlich auch ihren Lebenszyklus haben. Und dass manches dann weniger und anderes viel mehr verwendet wird. Und das wird natürlich auch in den Betrieben so sein. Wir werden da ganz schnell Anpassungen und Veränderungen haben müssen, uns damit beschäftigen und auseinandersetzen. Ich will vielleicht nicht zu viel über diese Zahlen sprechen. Wir sprechen natürlich über digitales Marketing, dass die Unternehmen unter Nutzung dieser Kanäle zukünftig auch ihre Kunden in ihre Prozesse einbinden. Und zwar nicht nur durch Push, sondern natürlich auch durch Pull, also durch Feedbackschleifen, durch einen dialogischen Austausch. Zukünftig werden wir nicht mehr Produkte nur aus der eigenen Kompetenz entwickeln, sondern eben kooperativ in offenen Innovationscommunities. Wir sprechen heute von Open Innovation, also Unternehmen öffnen sich zum Markt hin, zu ihren Kunden hin, bauen ihre Kunden mit ein in den Innovationsprozess und in den Geschäftsprozess und haben hier große Vorteile.
weil sie wissen, dass das, was entsteht, letztendlich dann kundengetrieben und kundengewünscht ist. Und man kann das heute nachweisen. Wir haben eine große Studie gemacht, die Europäische Kommission untersucht hat, mittelständische Unternehmen, und hat untersucht, wie erfolgreich sind die? Und dann die Frage, wie haben die das Thema Zusammenarbeit organisiert und gibt es da eine Korrelation? Und Sie sehen, es gibt eine massive Korrelation. Hier links drüben Umsatzgenerierung aus Produkt- und Dienstleistungsinnovationen, die jünger als 3 Jahre sind, sprich die innovativen neue Produkte, die in den nächsten Jahren hoffentlich und in der Regel mehr bringen wie die alten, die irgendwann auslaufen. Und stark vernetzte Unternehmen, also Unternehmen, die eben nicht nur ihr eigenes Ding machen, sondern die sich mit anderen vernetzen, die an so einem Campus zusammenarbeiten, die über so einen Campus hinaus mit anderen zusammenarbeiten, die vielleicht in Coworking-Centern Startups hochziehen und ähnliches, die sind doppelt so umsatzstark wie die, die im anderen Cluster sind. Also klassische Clusteranalyse. Und hier drüben ist es der Gesamtumsatz, Umsatzwachstumsraten im Durchschnitt der letzten 4 Jahre. Die, die weniger stark vernetzt sind, 3%, 3,2%. Und die, die stark vernetzt sind, 7,1 im Durchschnitt. Es gibt statistisch eine hundertprozentige Korrelation zu der Frage, die, die offen, kommunikativ, dialogisch, kooperativ mit anderen zusammenarbeiten, sind signifikant erfolgreicher wie die, die meinen, sie können alles selber gut. Das geht ein Weilchen gut, aber auf Dauer in der Regel nicht. Ja. Und damit ist klar, dieses Nutzen von Dialog, von Kooperation, von Zusammenarbeit, das ist in der Zukunft einfach ganz wichtig. Und ich klicke mal da drüber, habe ein Beispiel aus unserem Institut. Wir haben 2009 begonnen, einen Blog aufzubauen, um mit unseren Kunden, also Wissenschaftspartnern in der Wissenschaftscommunity, aber auch Unternehmen, die wir beraten über unsere Forschungsprojekte, über unsere Forschungsanwendungsprojekte. Und was man sehen kann, und das finde ich ganz interessant, auch da haben wir festgestellt, dass es einen Zusammenhang gibt. Mit der Einführung dieser Blog-Dialog-Plattform haben sich die Zugriffe auf unsere normale Webseite, die es vorher schon gab, mit einem nicht so signifikanten Zuwachs an Zugriffen auf diese Website explosionsartig erhöht. Und wir wissen heute, das haben wir auch untersucht wissenschaftlich, dass einfach die Nutzung von Dialog und Austausch auch dazu führt, dass das klassische Kerngeschäft, wir haben nicht im Blog unsere Leistungsangebote vermarktet, sondern haben da diskutiert und mit Leuten kommuniziert. Die Leistungsangebote vermarkten wir natürlich nach wie vor auch über unsere klassische Fraunhofer Webseite, aber dass die Zugriffe darauf so massiv angestiegen sind und übrigens das Wachstum des Instituts dann in der Folge auch eine Korrelation, dass wir auch selber sagen können, da gibt es einen ganz klaren Zusammenhang, das bringt Unternehmen nach vorne. Jetzt hatte ich gesagt, jetzt müssen wir uns überlegen, was heißt es im physischen Leben? Und ich fand diese Grafik eigentlich ganz toll, wenn Sie ganz genau hingucken. Das sind lauter Notebooks oder Pad-Computer, ja, iPads oder sowas. Und dieser Mensch da sagt, Bücher sind total out, ich habe nur noch E-Books und iPads. Ja, die Frage ist, wie sieht dann der Arbeitsplatz in der Zukunft aus? Und da gibt es dann so Überlegungen, werden wir alle voll ersetzt werden durch das Digitale? Klassische Frage. Braucht es überhaupt noch Menschen in dieser digitalen Welt? Werden nicht Roboter Roboter bauen, Roboter Häuser bauen und wir liegen dann doch nur noch in diesen Betten und lassen uns die Hähnchen, die gebratenen, irgendwie in den Mund fliegen? Wird nicht so sein. Ich gehe ganz sicher davon aus, wir gehen ganz sicher davon aus, das wird nicht so sein, weil wir Menschen das nicht wollen. Wir wollen tun. Wir wollen Dinge tun. Wir werden das weiter tun. Das wird uns erhalten bleiben. Wir werden allerdings unsere Arbeitswelten deutlich verändern. Das wird es nicht mehr geben. Ja, gibt es bestimmt bei Ihnen sowieso nicht mehr. Aber es ist kein so altes Foto, das ich mal gemacht habe bei einem Kunden von uns. Wird es natürlich nicht mehr geben. Dann fragt man sich, wird das der Büroarbeitsplatz der Zukunft sein?
Google-Brille, ja, kommt jetzt demnächst auch in Europa auf den Markt. Google hat die große Hoffnung, dass wir alle irgendwann mit so einem Ding rumlaufen, wo Daten eingeblendet werden und wir sozusagen eine Augmented Reality haben zwischen realem und virtuellem. Wird es auch nicht sein. Und zwar einfach deshalb, was für ein Blödsinn, immer so eine Brille tragen, ist ja lästig. Kann ich mir gar nicht vorstellen. Das kann man mal machen vielleicht, wenn man irgendwie zum Beispiel Maschine wartet, um reingucken, was da drin ist und Daten von der Maschine hier eingeblendet bekommt für einen Servicetechniker. Kann man sich vorstellen. Aber jeden Tag mit so einem Ding rumlaufen durch die Stadt und beim Einkaufen und Shoppen, weil der Aldi ihn aufspielen will, was gerade im Angebot ist. Ich glaube es nicht, dass wir das haben wollen, oder? Und ich glaube auch nicht, dass das junge Menschen so haben wollen, bin ich ganz sicher. Vielleicht anders, vielleicht in einer ähnlichen Ausprägung, so glaube ich nicht und schon gleich nicht dauerhaft in der Arbeit. Was ich sagen möchte ist, ich glaube, dass vieles von dem, was für uns Menschsein ist, einfach bleiben wird. Zum Digitalen dazu. Dass wir zukünftig eben so eine hybride, virtuelle Welt haben, die aus dem Digitalen besteht und aus dem Physischen. Dass wir selbstverständlich ganz viel damit tun, aber wahnsinnig Wert darauf legen, dass das, was uns physisch umgibt, das, was wir in die Hand nehmen können, dort, wo wir drauf sitzen, das, was wir essen und trinken, dass das eine Top-Qualität hat, dass das nicht nur so ein bisschen was ist, sondern dass das gut ist, dass das Qualität und Wow mitbringt. Nicht nur hier Wow, auch hier Wow. Und wenn Sie so gucken, ich glaube, wir werden natürlich diese verschiedenen Räume haben, die digitalen Me-Spaces, meines, und die We-Spaces, der digitale gemeinschaftliche Raum, die virtuelle Community, die WhatsApp-Gemeinde, was auch immer. Und im Realen werden wir das Gleiche haben. Räume, wo wir uns selber schön wohlfühlen, zu Hause und so weiter. Und gemeinschaftliche Räume, sowas, wo man zusammen ist, wo man sich trifft, wo man zum Essen sich trifft und austauschen kann. Beides wird wichtig sein, beides wird entscheidend sein. In 2013 gab es einen Wettbewerb, was sind die beliebtesten Büros auf der Welt? Haben die hier gewonnen? Google Tel Aviv, Dropbox San Francisco, Facebook Menlo Park und Google Dublin. War so ein Wettbewerb, haben viele Jugendliche mitgemacht oder junge Menschen mitgemacht. Was man hier feststellt, wenn man das anguckt, Schreibtische, wie wir sie heute eigentlich, wenn wir an ein Büro denken, ja, denken wir zuerst richtig an so einen Schreibtisch, ne? Haben die gar nicht mehr so viele. Weil natürlich der Schreibtisch, der ist schon auf diesem Pad eher und auf diesem Notebook. Das ist ja der Schreibtisch. Und in Zukunft ist das der Schreibtisch, weil da wird es gar kein Papier mehr im Büro geben, für was auch. Ja? Aber Büro heißt dann zukünftig gemeinschaftliche Flächen, dort, wo man sich trifft, wo man sich austauscht, wo man Workshops macht, wo man kreativ ist, wo man Dialoge führt. Das ist für mich ein super Bild dafür, dass sich das Physische, und es ist teuer, das, was hier gezeigt wird, die hauen da richtig Geld rein bei Google. Man sollte ja denken, die werden nur in Digitales investieren. Nee, nee, die investieren ganz schön auch in die physische Umgebung, weil sie sagen, das ist eben genauso wichtig. Unsere Mitarbeiter müssen sich auch so wohlfühlen, damit die gute Mitarbeiter sind und für Google ein gutes Geschäft machen. Das, was die machen, wissen wir ja. Und deswegen heißt Büro, das sind übrigens Fotos aus einem Büro von Fraunhofer, das wir vor anderthalb Jahren in Betrieb genommen haben in Stuttgart. Nicht ganz so googlig, ein bisschen fraunhoferisch, deutsch vielleicht, keine Ahnung. So sind wir. Aber Sie sehen auch hier eben der Schreibtisch, den gibt es da schon auch. Aber es gibt eben viele andere Dinge, die eine größere Bedeutung bekommen. Und ich hatte vorhin gesagt, das Thema Zusammenarbeiten, Coworking. Ja, Sie haben selber einen Space hier aufgebaut. Wir beobachten das, die Wachstumsraten von Coworking Spaces auf der Welt explodieren geradezu. Das ist eine dramatische Zunahme. Aus einer aktuellen Studie sehen Sie hier ganz neue Zahlen. Das hat sich im letzten Jahr fast verdoppelt. Fast verdoppelt. Es geht richtig hoch. Und es ist nichts anderes als eine Ausprägung von dem, was ich gerade sage. Interessante Räume,
Wow-Effekte, wo Menschen zusammenkommen, wo dann ganz viel Digitales natürlich drumherum passiert. Das gibt große Chancen für neue Ideen, für kreative Ideen. Und wenn Sie die großen Konzerne angucken, die Facebooks, die Googles und ähnliches, die kaufen sich dort ihre Ideen. Die innovieren ja nicht selber. Die kaufen sich die Ideen ganz stark über Startups, über Neugründungen, die ganz häufig in solchen Coworking-Kontexten entstanden sind. Und wir sehen das aus der Arbeitswissenschaft als einen sehr großen Trend, dass in der Zukunft noch viel mehr solche auch temporären Zusammenkommen-Situationen von Menschen einfach relevant sind und damit zu einer neuen Qualität von Innovation, von Inspiration, von neuen Produktideen, von neuen Prozessideen, von neuen Dienstleistungskonzepten entstehen. Und Sie sehen hier so ein paar Erfolgsfaktoren nochmal zusammengefasst. Ich denke, wenn ich das reflektiere jetzt einfach zu dem, was ich bisher hier auch erlebt habe und gesehen habe, ich war noch nicht oft da, aber doch schon mal hier vor Ort, dann hat das TechnoZ eigentlich sehr viel Chancen, diese Idee und diese Gedanken einer vernetzten Community letztendlich umzusetzen. Ich möchte Ihnen jetzt zum Abschluss noch ein kurzes Video zeigen. Müssen wir kurz umschalten. Das ist ein Video, das haben ein paar Studenten bei uns gemacht. Die hat man mal gefragt, wie könnt ihr euch denn die Arbeitswelt im Jahr 2025 so in etwa vorstellen? Und die haben folgendes Video kurz gedreht. Das ist jetzt nicht reine Wissenschaftslehre von Fraunhofer, sondern Ideen von jungen Arbeit Leuten. heute, Aber was sind schnell in Ideen ihrer von jungen Veränderung Leuten? und Dynamik. Meistens die Welt Effizienz, verändern. Kreation und Weil Innovation sind diese die Träume, diese Wachstumstreiber. Der Vorstellungen, weltweite diese Wettbewerb Ideen, nimmt stetig zu, die werden wir erfordert immer mehr irgendwie Leistung von langsam uns. mehr oder Neue weniger Wege nicht müssen nur eins zu eingeschlagen eins, werden. Wie aber wird das sich Bild unser finde ich Alltag super im interessant. nächsten Das wollen wir Jahrzehnt uns geschwind verändert angucken. haben? Wie Übrigens, wenn Sie arbeiten es mal wir? jemand Wie anders leben zeigen wir? wollen, Wie sieht dann unsere dürfen Sie es Zukunft uns in 10 Jahren nach. aus? Aber wir Arbeit Welt wird heute, vor allem schnell in ihrer Veränderung und Dynamik. Effizienz, Kreation und Innovation Arbeit sind die heute, schnell in ihrer Wachstumstreiber. Der Veränderung und weltweite Wettbewerb Dynamik. nimmt stetig zu. Effizienz, Erfordert Kreation immer mehr und Leistung von Innovation sind uns. die Neue Wege Wachstumstreiber. müssen Der eingeschlagen weltweite werden. Wie Wettbewerb wird nimmt sich unser stetig zu. Alltag im nächsten Erfordert immer Jahrzehnt mehr verändert Leistung von haben? uns. Wie Neue Wege arbeiten müssen wir? Wie leben eingeschlagen wir? werden. Wie Wie sieht wird sich unsere unser Zukunft Alltag in im 10 Jahren? nächsten Jahrzehnt verändert haben? Wie arbeiten wir? Wie leben wir? Wie sieht unsere Zukunft in 10 Jahren aus? Unsere Welt wird vor allem digital sein. Unser Auftreten, unsere Kleidung, unsere Social Skills bleiben ein wichtiger Faktor unserer Persönlichkeit. Hinzu kommt unser digitales Äußeres, unser Erscheinungsbild im Netz. Angaben und Daten müssen gepflegt sein. Sie repräsentieren uns und vermitteln einen ersten Eindruck in Zukunft und gibt uns eine digitale Aura. Cloud-Technologien haben sich durchgesetzt. Daten sind von überall aus abrufbar. Wir stehen im permanenten Austausch mit unserer Umgebung. Geräte versorgen sich selbstständig mit Informationen über unsere Vorlieben und unseren Lebensstil. So werden individualisierte Services bereitgestellt. Ob Tablet, Rechner, Smartphone oder die digitale Tapete, alles läuft nahtlos und drahtlos. Große Touchscreens und Hologrammtechniken ermöglichen neue Arbeitsweisen und dreidimensionale Präsentationen. In Zukunft werden wir uns viel mehr auf unsere wirklichen Aufgaben konzentrieren können. Lästige Routinearbeiten wie Suchen, Archivieren oder Dokumentieren fallen weg. Ganz einfach können mit einem Klick oder Schnipp Texte in Sprache und Sprache in Texte umgewandelt und automatisch in verschiedene Sprachen übersetzt werden. Die gewonnene Zeit ist wichtig. Wir brauchen sie für unsere Konzentration und Kreation. Innovative Unternehmen machen das Rennen auf dem Weltmarkt. Nicht selten bedeutet der Wettbewerb hohen Druck für den Einzelnen. Manche versuchen diesem Stress durch die Einnahme von leistungsstärkenden Substanzen, dem sogenannten Office-Doping, zu begegnen. Sicherlich der falsche Ansatz. Lebensqualität ist leistungsfördernd. Besonders wichtig, die Arbeit, die eigenen Interessen und das soziale Umfeld sollten im Einklang stehen. Bürogebäude spielen noch immer eine wichtige Rolle. Sie sind die Schnittstellen zwischen virtueller und realer Welt. Für das gemeinsame Erlebnis des Arbeitens ein Ort der Identifikation.
Verschiedene Arbeitsbereiche und Ebenen sind offen gegliedert und miteinander verflochten. Eine vielfältige, ergiebige Kommunikation wird angeregt. Mit unterschiedlichen Strategien reagieren Unternehmen auf die neuen Herausforderungen. Die einen kümmern sich intensiv um ihre Mitarbeiter, unterstützen die persönlichen Lebensentwürfe und schaffen so Bindung und Geborgenheit. Andere setzen projektbezogen auf freie Mitarbeiter. Diese sogenannten Cloud-Worker finden Sie auf Webplattformen. Hier werden Kompetenzen und Fähigkeiten durch frühere Auftraggeber bewertet. Unternehmen suchen sich ihre Wunschmitarbeiter von morgen schon als Kinder oder Jugendliche, fördern und unterstützen sie in ihrer Entwicklung. In der Schule wird ihnen beigebracht, wie die Arbeitswelt funktionieren wird, wie dauerhaft Kreativität, Effektivität und Effizienz entsteht. Arbeitskraft und Know-how älterer Mitarbeiter werden von den Unternehmen dringend benötigt. Senioren können und wollen sich weit über die Rentengrenze hinaus in das Firmengeschehen einbringen. Den eigenen Arbeitsplatz muss es nicht mehr geben. Dank Smart Room Technik stellt sich jeder Platz automatisch auf individuelle Profile ein. Maximale Produktivität und vielfältige Ideen werden durch das richtige Licht, gute Akustik und ein inspirierendes Ambiente gefördert. Auch Raumtemperatur, Luftfeuchtigkeit und Sauerstoffzufuhr sind variabel steuerbar. Arbeitsgruppen präsentieren Ergebnisse und veranschaulichen komplexe Zusammenhänge im Projektraum auf digitalen Arbeitsflächen. Dabei setzen die Unternehmen auf Nachhaltigkeit, versuchen Ressourcen zu schonen und umweltneutral zu wirtschaften. Beim Bau neuer Gebäude stehen Mensch und Umwelt im Mittelpunkt. Eco-Apps machen unseren Energieverbrauch in Echtzeit sichtbar und sensibilisieren uns für einen nachhaltigen Lebensstil. Auch außerhalb der Bürogebäude, zu Hause oder in Coworking-Centern kann in Zukunft gearbeitet werden. In diesen Zentren können Arbeitsplätze zu variablen Konditionen angemietet werden. Es gibt Hightech-Center für die multimediale Interaktion mit der Firmenzentrale, Social-Center, die sich zum Beispiel um die Kinderbetreuung kümmern, oder Community-Center, in denen sich Profis und Spezialisten aus der gleichen Branche austauschen können. Lästiges Pendeln ist nicht mehr unbedingt nötig. Die Nähe zu Heimat und Familie schafft Ausgleich und fördert das soziale Miteinander. Es bleibt mehr Zeit für die Familie, die Versorgung der Eltern, für die eigenen Interessen und Hobbys. Es ist üblich, die eigene Arbeitsweise dem Lebensstil und der Lebensphase anzupassen. Das Fraunhofer IAO forscht und entwickelt zusammen mit seinen Partnern an der Zukunft der Büro- und Wissensarbeit. Gezeigt haben, ist so eine Vorstellung, die eben eine Studentengruppe, ich glaube, waren Österreicher mit dabei, Bergsteigen war da auch wohl ganz beliebt bei denen, vor kurzem mal aufgearbeitet haben und gezeigt haben. Ich denke, ich will es damit belassen und Sie mit diesem Spruch dann in den nächsten Teil des Abends geben. Es ist nicht gesagt, dass es besser wird, wenn es anders wird. Wenn es aber besser werden soll, muss es anders werden. Und es wird anders werden. Die Chance ist groß, dass es besser wird, dass unser Leben vielfältiger, interessanter, spannender, die Arbeitswelt auch ganz neu, individuell auf unsere Bedürfnisse ausgerichtet entstehen wird. Und wir haben es in der Hand, wie wir es machen. Alles, was ich gesagt habe, hat auch einen Ausschalter. Das müssen wir auch lernen, den regelmäßig zu bedienen. Dann ist digitale Welt toll, weil dann sind wir Herr über das Verfahren und den Prozess. Und wenn das so ist, dann glaube ich, ist das genau das, was wir brauchen. Vielen Dank. Lieber Herr Bauer, ich bin beeindruckt. Dankeschön. Eine spannende Vorstellung der Zukunft. Ich bin ein digitaler Immigrant, der irgendwo in den Anfängen steht. Ja. Aber ich sehe da schon eine sehr große Herausforderung für uns, diesen Entwicklungen entsprechend entgegenzukommen. Ich habe eigentlich ein paar Dinge mitgenommen. Wichtig ist der Mensch, der muss wissen, was er will. Und der Mensch muss auf Basis seiner Entwicklung und Sozialisation seine Werte haben, deren Basis er auch einmal ausschaltet.
Und das Zweite, glaube ich, was sehr wichtig ist, ist vernetzen. Vernetzen in der realen Welt und vernetzen auch natürlich in der digitalen Welt. Und das freut mich sehr, auch das zu hören. Wir haben einige Beispiele am TechnoZ, wo wir eigentlich beweisen können, dass wir ein Stück weit schon unterwegs sind auf diesem Weg. Wir haben zum Beispiel Open Innovation auch schon betrieben. Vor über 2 Jahren kam eine junge Frau zu mir ins Büro namens Romy Siegel mit einer Idee, einen Coworking Space in die Welt zu setzen. Das sei ihr Lebensziel und ihr Wunsch. Und wir haben uns das damals so angehört und Siegel hat mir so in die Augen geschaut mit einer Kraft und Energie. Da ist was dahinter, das musst du dir anschauen. Mit dem Hinweis darauf, dass denn jemals, wie das denn gehen soll, dann wieder gegangen, dann schnell gegoogelt, was überhaupt. Also irgendwo ist da die Initiative entstanden, zu sagen, was passiert denn eigentlich bei den jungen Menschen, was passiert gesellschaftlich, wie wird denn in Zukunft gearbeitet, wir, unter Anführungszeichen, altes TechnoZ, wie können wir da mithalten? 14 Tage später haben wir entschieden, zum Glück hatten wir eine unserer schönsten Einheiten frei zu diesem Zeitpunkt, mitten im unseres Campus. Ja, das machen wir. Ja, wir unterstützen die Romy Siegel bei ihrem Projekt. Wir haben die Ideen, sind Ideen, die vor 25 Jahren auch im Rahmen der TechnoZ-Gründung und Entwicklung vorhanden waren und haben uns auf eine Kooperation eingelassen. Aber was ich damit auch sagen will, ist, wir wollten nicht irgendeinem Trend nur nachkommen, sondern es ist auch darum gegangen, dass der Mensch, Romy Siegel, der mir gegenüber gestanden ist, irgendwo mir das Vertrauen vermittelt hat, dass ich auf ihn setzen kann. Und dann entscheiden wir das und dann setzen wir drauf und dann bleiben wir dabei und halten dieses Konzept durch. Und es freut mich sehr, nach über 2 Jahren, glaube ich, haben wir die Meisterin des Netzwerkens in Salzburg hier bei uns. Liebe Romy, bitte komm kurz raus zu mir. Ich möchte also nicht nur von uns reden. Es würde mich freuen, wenn du auch ein paar Worte dazu sagen willst. Ich kann sagen, als digitaler Immigrant habe ich in den letzten 2,5 Jahren sehr viel profitiert von diesem Einfluss und bin sehr froh und stolz, dass uns dieses Projekt gelungen ist. Ja, also vielen Dank für die Lorbeeren. Zuerst einmal freut es mich natürlich, dass in dem Vortrag vom Herrn Dr. Bauer, dass anscheinend wir gemeinsam da jetzt alles sehr vieles richtig gemacht haben in den letzten 2 Jahren und diesen Megatrend schon vorhergesehen haben und mit unserer Initiative. Ja, Netzwerken. Ich glaube, Netzwerken ist vor allem dann sehr einfach, wenn man genau weiß, was man will. Also ich war vorher jetzt auch nicht so die große Netzwerkerin, bis ich dann eben mein Thema gefunden habe und das ist eben Coworking. Ich glaube ganz fest daran, dass in Zukunft eine zukünftige Währung nicht nur Geld ist, sondern die Kontakte, die man hat. Weil nur über gute Kontakte kommt man zu guten Kunden und guten Projekten. Und ja, seitdem ich dieses Thema habe, bin ja schon eine ganz gute Netzwerkerin und mache das auch sehr gern für unsere Leute, die bei uns sitzen. Und ich bin sehr froh, dass das Universum damals mich hierher geschickt hat und dass genau diese super Einheit für uns perfekt frei geworden ist. Wer bei uns noch nicht war, hier die Einladung unbedingt vorbeischauen. Bis jetzt war das Feedback von eigentlich allen Besuchern, die jemals da waren, dass es das die perfekte Location ist. Einerseits von der Architektur, andererseits aber auch, weil wir hier halt gut eingebettet sind ins TechnoZ, in die anderen interessanten Unternehmen, die am Standort sind. Von der Erreichbarkeit ist es super. Also besser hätte man es eigentlich gar nicht erwischen können. Vielen Dank dafür. Danke, Romy. Also es muss alles laufen. Und da gehört noch mehr dazu, als wir Menschen Genau, anscheinend. ja. Und wir haben uns dann ja öfter auch zusammengesetzt. Und Grundlage ist auch, dass man diese Gelegenheiten erkennt und am Schopf packt. Und zusammenhält. Für lange Zeit. Also auch in der Lage ist, in schwierigen Zeiten solche Beziehungen durchzuziehen.
Ich wollte dieses Beispiel einfach deshalb auch repräsentativ hier bringen, weil ich möchte, dass wir schon seit 15 Jahren oder länger daran arbeiten, auch in interessante Entwicklungen zu investieren. Man muss zuerst einmal investieren, wenn man dann etwas zurückbekommen möchte und Vertrauen voraussetzen. Das führt mir jetzt eigentlich dazu, dass wir vielleicht noch kurz erklären, wie wir unsere Aktivitäten weitersetzen wollen, damit wir wieder solche Gelegenheiten finden und auch am Ball sind. Die Kooperation mit Fraunhofer ist eine Sache. Das Leben am Standort, die Vernetzung am Standort ist eben die andere Sache. Und da hätten wir jetzt in Zukunft einige Dinge geplant. Ja, weil wir machen ja Coworking Wir sozusagen. machen Wir treffen Coworking. uns hier regelmäßig und schauen, wie wir eigentlich die Vernetzungsaktivitäten, die wir im Coworking Space haben, also die funktionieren halt für den Coworking Space, aber jetzt haben wir überlegt, wie können wir denn das auf Techno-Z-Ebene bringen. Und Und das ist jetzt dieses Style Open Innovation. Wir innovieren Coworking Space des TechnoZ. Ja, also zwei Bereiche im Internet und im Outernet, so wie es die jungen Menschen nennen, also virtuelle und reale Welt. Und im Bereich der realen Welt, und das möchte ich auch noch einmal sagen, ist mir dann einfach ganz wichtig, das ist das Entscheidende. Ohne die reale Welt gibt es die virtuelle meiner Meinung nach nicht. Und wir sind gefordert, in der realen Welt vor allem gut zusammenzuarbeiten und verlässlich zu sein und Partnerschaften aufzubauen, die tragfähig sind, insbesondere in einem Umfeld von Wirtschafts- und Finanzkrisen und so weiter. Wir müssen die kleinen Strukturen zusammenhalten und dazu kann ich ja auch sagen, dass wir, beziehungsweise an uns unternehmerisch gesehen, die Krisen der letzten Jahre spurlos vorübergegangen sind, weil diese Strukturen eben leistungsfähiger und tragfähiger sind als oft große Gebäude, die dann zusammenbrechen und sehr viel dabei kaputt geht. Also diese Präsenzveranstaltungen, die wir jetzt in Zukunft planen, haben heute gestartet. Wir werden uns regelmäßig zu diesem Sommerfest treffen und wir werden regelmäßig versuchen, vorausschauenden Input herzubringen, der uns in der Gemeinschaft verstärkt, mit dem Wissen, wohin es denn gehen soll. Das ist also dieses Sommerfest. Eine zweite Maßnahme haben wir auch schon informell gestartet. Daraus sind schon einige Ideen resultiert. Das ist ein sogenanntes Gipfeltreffen, Spitzname Gipfelfrühstück. Ja, also wir werden regelmäßig mindestens vierteljährlich mit einer ausgewählten Runde, wo wir glauben, dass es Partner und Menschen sind, die zusammenpassen, die sich ergänzen könnten, wo was entstehen kann, das uns in der Community, in der Gemeinschaft weiterbringt. Die werden wir einladen, maximal 10 Personen. Da sitzen wir uns zusammen und schmieden die Ideen, die uns eben stärker machen sollen. Eine Idee aus dieser Runde ist eben entstanden. Es war eindeutig und klar, was brauchen wir, um erfolgreich zu sein? Gute Mitarbeiter. Wir als TechnoZ arbeiten ständig daran, dass der Standort, die Infrastruktur halbwegs auf Schuss ist und up to date, dass wir repräsentativ darstellen. Und wenn ein Unternehmer bei uns einen Standort wählt, dann ist er in der XY-Straße, sondern am TechnoZ Salzburg. Und das ist ein anderer Begriff und hat einen anderen Wert. Und dieser Wert des TechnoZ ist aber darin begründet, nicht weil wir als Management da die Fassaden ordentlich runtermalen und die Jalousien erneuern und der Wert ist dadurch begründet, dass Sie alle hier bei uns sind, dass hier so viele interessante Unternehmen tätig sind, so viele Menschen mit enormen Kompetenzen. Und ich erlebe das jetzt seit 15 Jahren, immer wenn ich eine Führung mache von externen Gruppen und dann meistens auch zu einigen Kunden gehe, zu einigen ausgewählten, dass die eigentlich begeistert sind von dem familiären Charakter, den wir hier haben, von der lockeren Art und von dem Geist, der hier herrscht. Und deshalb, weil wir also sozusagen TechnoZ sind, wir alle hier, ist uns wichtig, so eine Art Open Talent Day, haben wir es genannt, zu organisieren, bei dem es darum geht, dass die Talente, die es gibt, in der Lage sind, herzukommen und zu schauen, welche Möglichkeiten es denn hier gäbe,
um sich entsprechend entwickeln zu können. Diejenigen, die sich dann dafür entscheiden, die werden entsprechend getragen und unterstützt werden. Und je mehr also auch die Firmen daran teilnehmen, desto mehr kann man das auch zum Leben erwecken. Also es geht um diese Ressource Mensch und das Wissen, das der Mensch mitbringt, auf die wir setzen. Das ist also der Open Talents Day. Und das waren praktisch diese drei Maßnahmen, die wir setzen im realen Leben. Und dazu wollen wir uns im Internet auch noch entsprechend verstärken. Da haben wir das TechnoZ-Blog entwickelt. Daum lacht, gell? Das kommt auch aus Deutschland. Das Blog, das heißt es ja deshalb, weil es ein Logbuch im Internet ist. Das Logbuch. Und das TechnoZ-Blog hat einen Namen, das heißt, wir sind TechnoZ. Und dieses Blog geht heute live. Es gibt auch schon einen ersten Blogbeitrag darin. Dreimal dürfen Sie raten, von wem der ist. Von einem Immigrant. Und wir haben eingangs Display Cleaner verteilt mit dem QR-Code drauf. Wenn Sie sich diesen QR-Code scannen, dann sind Sie sofort in dem Blog. Und es würde mich freuen, wenn es auch einige Kommentare dazu gäbe, was da drinnen steht. Also der Blog hat also den Sinn, auch wiederum Sichtbarkeit nach außen. Wichtig eben im Netzwerken ist immer Ziele zu verfolgen. Die Sichtbarkeit nach außen ist aber zu allgemein. Wir wollen mit dem Blog auch eben unsere Expertise aufzeigen und für Talente interessant sein. Wir wollen einfach die guten, die besten Mitarbeiter hierher holen ins TechnoZ, zu den TechnoZ-Firmen. Und wir wollen natürlich auf der anderen Seite unsere Attraktivität dem Markt zeigen, dem Kunden. Wir wollen natürlich damit auch Kunden gewinnen und akquirieren, indem wir die Kompetenzen sichtbar machen, die es hier gibt. Also es gibt diese Sichtbarmachung auch am Markt. Ja, das sind also jetzt unsere Maßnahmen. Damit bedanke ich mich für Ihre Aufmerksamkeit. Leben tun die Dinge immer nur, wenn viele mitmachen. Darf Sie einladen und erfreuen, wenn sich viele an diesem Thema beteiligen, weil wir sind TechnoZ. Ja, und wir feiern jetzt ein Sommerfest. Damit ist das Sommerfest eröffnet und wünsche Ihnen einen angenehmen Abend, viele gute Gespräche, freue mich, mit vielen von Ihnen Kontakt zu haben. Ich bin bis Mitternacht da. Bevor ich es noch vergesse, organisatorisch, um 7:30 gibt es Live-Musik und um 9 Uhr gibt es die Möglichkeit, ein uraltes Computerspiel an der Fassade des Techno 2 zu spielen, denn 22 Uhr ist erst finster genug, damit man das sehen kann. Also Pac-Man heißt das Spiel. Sie wissen, das ist dieser Fresser. Und wenn wir dann lustig und froh beieinander sind, dann können wir gegeneinander spielen und schauen wir mal. Also viel Spaß.